Sollten wir das hier haben? Dann muss man eine ähnliche Logik natürlich hier bauen. Die gehen hier rüber. Hallo zusammen und ich bin wieder im Optimierungswahnsinn gefangen hier in Shapes 2. Und wenn euch das gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Schaut auch gerne in die anderen Videos rein oder in die Playlist zu Shapes 2. Und ich freue mich natürlich auch über jeden Kommentar, den ihr mir hinterlasst. Ich hatte es gerade so, während ich hier gestreamt habe auf Twitch. Könnt ihr mir übrigens auch gerne folgen. Den Gedanken, dass das Ganze hier noch eine Spur effizienter zu bauen geht auf der Plattform, indem ich das hier nach unten setze. So. Und so. Die oberen speisen wir natürlich hier ein. Die unteren speisen wir hier ein. Das ganze Band nehmen wir, spiegeln es, drehen es zweimal. So. Und jetzt sehe ich nämlich auch ein bisschen besser, was wir hier haben. Und es wechselt hier tatsächlich wieder, so wie es gebaut ist. Das heißt, hier bräuchte man eine Sortieranlage. Lasst uns das trotzdem mal kurz mit einer Müllisierung, mit Hilfe einer Müllisierung uns anschauen. Einmal. Zweimal. Die machen wir ganz einfach. Und es wechselt tatsächlich immer wieder, oder? Oder nicht? Warum hat es denn behauptet, es würde hier ständig wechseln? Das sind doch alles die, die oben sind. Nee, hier tatsächlich nicht. Okay. Das heißt, hier sind sie gleich und bei denen hier wechseln sie sich. Oder? Das heißt, hier müssen wir... Und die Seite würde ich eh gerne dafür sorgen, dass sie gedreht ist. Genau, hier wechseln sie regelmäßig. So kann man es ja auch sehen und hier nicht. Das heißt, hier könnte ich jetzt relativ entspannt einfach so meine Fabrik bauen, mit der ich die fehlenden Teile mir baue. Genau, die holen wir auch kurz mal rüber. Da haben wir ja irgendwo hier eine Beispielfabrik. C. So. Das ist relativ identisch wie das hier. Ein Teil. Und die, die hier drüben gehen, die tun wir hier rüber abführen und bauen eine kleine Sortieranlage und dann auch wieder sowas hier. So. Ich stelle es einfach. Wie viel davon kriegen wir eigentlich hier runter? Ich muss... Zwei Stück kann ich davon versorgen. Da könnte ich die Sortierung eigentlich auch hier machen.
Müsste ja sogar gehen. Okay, lasst uns mal kurz die unteren Fließbänder hier, die ziehen wir zusammen. Die ziehen wir zusammen. Und dann kommt hier dann ein Sortierer hin, der immer die einen auf die anderen und die anderen auf die andere Seite wirft. Lass uns das mal kurz ausprobieren. So, Logik. Erstmal brauche ich nicht die Anzeige, das Kabel. Ja, wo ist der Signalerzeuger? Fließband. Das mache ich wahnsinnig. Ich brauche immer... Wo ist der Signalerzeuger? Den hier will ich. So. So. Den setzen wir uns einfach mal hier hin. So, und dann nehmen wir jetzt einfach mal irgendeins, das hier. Kopieren. Einfügen. So. Und die sortieren wir aus. Es dürfte so 50-50 sein, hoffe ich mal. Werden wir gleich sehen. Jetzt brauchen wir die Durchflusssteuerung, das Fließbandfilter. Die machen wir so rum. Ja. Müssen wir hier nochmal kurz ein bisschen umbauen. So. Und so. So. Dann kurz noch die Mülltonnen hin. Das ließe sich wahrscheinlich sogar ein Stück effizienter bauen. Signale. So. Genau, und jetzt kommt hier die Hälfte. Und das messen wir hier mal kurz. Signalproduzent, da war es ja. Fließbandleser. So, jetzt schauen wir mal, ob das wirklich 50-50 ist, was hier durchkommt. Sollte sich ja. Ja, das sieht mir nach 50-50 aus. So. Dann brauche ich dieselbe Logik nochmal oben und dann kann ich da dann entschuldigen. Dann habe ich die auch entsprechend sortiert. Selbe Art von Strang möchte ich gerne eine Ebene weiter oben haben. Ja, ich habe es nicht ganz erwischt hier. Natürlich muss das Signal hier auch noch. Ja, rüber, so. Also jetzt mit den Kabeln. So, und jetzt kann ich die hier einfach doch nehmen und einspeisen. Ja, genau. Was? Setz mal eins hier hin. Drehen um 90 Grad. Vier Stück brauchen wir, glaube ich, weil wir vier Bänder haben. Jetzt haben wir hier oben und unten jeweils die. Das heißt, wir ziehen jetzt das hier rüber. Das hier geht hier hin.
Ja, das ist 100% effizient. Ich setze mal kurz nochmal Mülltonnen, damit es auch läuft. So. Und hier machen wir es, müssen wir es ja genau andersrum machen. Oder dass wir es natürlich erstmal hier tun sollten. Das müsste jetzt funktionieren. Okay. Löschen wir mal wieder. Ja, natürlich müssen zuerst die hier. So. Sollten wir das hier haben. Dann müssen wir eine ähnliche Logik natürlich hier bauen. Die gehen hier rüber. Gehen hier in das hier rein. Die oberen werden hier nach unten gezogen. Die ziehen wir rüber, gehen hier rein. So. Jetzt sollte die Seite hier sauber durchlaufen. Und hier sollten die falschen Teile produziert werden, weil der Iri das mal recht aufgepasst hat. Das heißt, hier müssen wir auf alle Fälle noch drehen. Aber eins von den Bändern. Welches ist man denn? Dann drehen wir das hier. Wie müssen wir es drehen? Um 90 Grad. Die andere Richtung, oder? Hier auch. Jetzt kommen hier die richtigen Teile hoffentlich gleich raus. So, haben wir hier dasselbe Problem eigentlich mit den 90 Grad rein. Ja gut, hier müssen wir halt die hier jeweils um 180 Grad drehen, die unteren. Die werden jetzt hier und die Suppenhühner sind damit auch erledigt. So, und das soll jetzt auch das Richtige rauskommen, oder? Ja, sehr gut. Jetzt müssen wir noch alle irgendwie in ein Ergebnisband zusammenführen. Vielleicht ziehen wir die auf die andere Seite. X. Können wir die, passt das auch irgendwo hier hin? Ja. Sollte eigentlich passen. Müsste halt so sein. Ctrl Z.
Ctrl X. So. Ja, es sieht ganz gut aus. Zack. Zack. Und zack. So. Die hier raus. Die nehmen wir hier hoch. So, lass mal kurz Mülleimer hier hinlegen. So. Jetzt haben wir die hier schön produziert. Dieselbe Art von Zusammenführung wünsche ich mir für die andere Seite. Also kopiere ich es einfach nur. Spiegel es, drehe es zweimal. Setze es dann hier hin. Was wegen den Mülltonnen wahrscheinlich nicht geht. Jetzt machen wir es einfach. Löschen wir einfach ab hier alles. Löschen wir ab hier alles. Und nehmen dann ab hier alles mit. Und jetzt sollte es sich wieder anfügen lassen. Gefällt mir, gefällt mir. So, jetzt haben wir die Bänder. Und die sehen auch alle gut aus. Müssen noch kurz schauen, ob die die richtige Drehung haben, um dann dieses Teil zu ergeben. Hier irgendwo war es doch, oder? Nein. War es hier? Nein, hier ist der Zug. Züge können wir auch wieder verwenden. Hier kommen die Teile doch. So rum sehen die aus. Wie sehen die aus? Sieht doch richtig aus, oder? Ja, die sollte so funktionieren, meine ich. Dann kommt hier noch so eine Fusionsplattform hin. Die ziehen wir mal so. Temporär ziehen wir euch mal kurz durch hier. Ach, ihr kommt eine Ebene höher an. Mal kurz so, damit es weiter sich bewegt. Dann kommt hier ein Weltraumfließband. Dann sehen wir gleich, ob es stimmt. Notfalls haben wir genügend, ich glaube, Einlauffläche. So. Bin ich gerade verwirrt. Kann ich das noch mal eins weiter reinziehen? Ich glaube nicht. Okay, warte mal kurz. Hier geht es zusammen. Hier geht ein Einzelband. Ah, okay. Gut, jetzt lass uns erstmal das Einzelband hier reinlegen. Das dürfte ja 100% effizient sein. Dann haben wir hier das hier. Legen wir hier rein. Und dann können wir einfach die hier nehmen und nach hier unten führen, oder? So. Einzelbänder. Jetzt sollte es bei 100% Effizienz liegen. Sehr schön. Dann können wir als nächstes uns überlegen, was wir hier fusionieren.
Führe mal kurz die hier herein. Leg sie hier jeweils in Mülltonnen auf. Ab. So. Mal zu gucken. Ja, das passt. Dann machen wir hier einfach wieder so eine Fusionsfabrik hin, oder? Die hier nehmen wir da. Dann brauchen wir ja 4 Stück. Die setzen wir einfach hier hin. Vielleicht ein bisschen mit ein bisschen mehr Platz. 4 Stück davon brauchen wir ja. Die können wir auch auf einen. So. 2 ist gut. Jetzt lassen wir nämlich die hier. So, und dann kann man nämlich die hier oben auch belassen. Ja, wobei, ich würde das gerne weiter nach oben legen. So weit wie es geht. Gut. Und das war es für diese Folge mit Shapeset 2. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Schaut auch gerne die anderen Videos rein oder schaut auf Twitch vorbei und abonniert mich dort. Dann könnt ihr mich auch live beim Spielen beobachten. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.